Johann Matteson. Höre ich den ersten Teil einer guten Ouvertüre, so empfinde ich eine sonderbare Erhebung des Gemüts. Bei dem zweiten hergegen bereiten sich die Geister mit aller Luft aus. Und wenn darauf ein ernsthafter Schluss erfolget, sammeln sich und ziehen sie sich wieder in ihren gewöhnlichen, ruhigen Sitz. Mich deucht, das ist eine angenehm abwechselnde Bewegung, die ein Redner schwerlich besser verursachen könnte. Wer Achtung darauf gibt, kann es einem aufmerksamen Zuhörer in den Gesichtszügen ansehen. Was er dabei im Herzen empfindet. Thank you.
Athanasiuskirche, Definition der Stimme. Stimme ist der Klang eines Lebewesens, der von der Stimmritze Glottis infolge der Erschütterung der ausgeatmeten Luft hervorgebracht wird. Um die Affekte der Seele offenzulegen. Mit diesen Worten können wir die Natur und das Wesen der Stimme so erklären, dass darin alle Ursachen, die sich auf die Bildung der Stimme beziehen, wie in einer Formel zu finden sind. Den Klang bestimmen wir als die formale Ursache der Stimme. Die Luft als die materiale Ursache. Den Kehlkopf. Larynx. Alles die wirkende Ursache und als die Zweckursache schließlich die Absicht, mit der Stimme etwas anzeigen zu wollen. Oh.
cetit et amar, ma pulsen volio far, som tutta fanni, som tutta fanni, som tutta fanni. So che mi piaci, so che ti deggio amar, ma poi se il voglio far, son tutta fanni, son tutta fanni, son tutta, tutta, tutta fanni, son tutta fanni. Mosco che mi piace, con te noi il caro ben, che l'amor tuo mi dà, ma poi di tuo chi sa, che non mi inganni. Guida le porte, la
Happy, 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 happy
Happy, happy, oh, happy we. Happy, happy, oh, happy we. Happy, happy, happy we. Happy, happy, happy we. Ich mache deshalb darauf aufmerksam, dass die menschliche Seele, wenn sie auch den ganzen Körper erfüllt, ihren vornehmsten Sitz doch im Gehirn hat, wo sie nicht allein erkennt und bildlich vorstellt, sondern auch empfindet. Und zwar dies Letztere mit Hilfe der Nerven, die sich wie Fäden vom Gehirn nach allen Teilen des Körpers erstrecken und hier
so befestigt sind, dass man keine Stelle des Körpers berühren kann, ohne dass die hier verteilten Nervenenden bewegt werden und deren Bewegung sich nach dem anderen Ende dieser Nerven überträgt, die in dem Gehirn und dem Sitz der Seele zusammentreffen. Je me remettais. Endlich ist bekannt, dass all diese Muskelbewegungen und all diese Sinnesempfindungen von den Nerven abhängen, die alle wie feine Fäden oder Röhrchen aus dem Gehirn kommen und ebenso wie diese eine sehr feine Luft einen Hauch enthalten, den man Lebensgeister nennt. Wenn zum Beispiel das gesunde Blut leicht und mehr wie gewöhnlich im Herzen sich ausbreitet, so bewegt es die feinen, an den Öffnungen verbreiteten Nerven, woraus eine Bewegung in den Gehirn folgt, welche die Seele zu einem natürlichen Gefühl der Heiterkeit erregt. Ebenso bewirkt das zu dicke Blut, das in den Herzkammern schlecht fließt und sich da nicht gehörig ausbreitet, eine andere Bewegung, welche sich im Gehirn mitteilt und in die Seele, das Gefühl der Traurigkeit bringt. Thank you.
Eine Stimme, die anfangs tief ist und am Ende hoch wird. Diejenigen, deren Stimme tief anfängt und die dann hoch endet, zählt man als Querulanten. Bitte? Jähzornige und Traurige den Rindern zu, deren Natur so ist. Wir wollen den Grund dafür kurz erklären. Schlüsse aus der Stimme des Rindes. Es ist sicher, dass sich bei den Traurigen und den vom Schmerz niedergedrückten Menschen die Wärme gemeinsam mit dem Atem von außen nach innen zum Herzen zusammenzieht, wodurch natürlich die oberen Körperglieder der Wärme beraubt und abgekühlt zurückgelassen werden. Blum, 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 blump, blump, brrrr, doing. Infolge der dort vorherrschenden Kälte wird die Stimme langsam und tief, während die starke Wärme um das Herz viel Luft braucht. Daher atmen die Trauernden viel Luft ein, die nur langsam wieder entweicht und viel äußere Luft in Bewegung bringt. Das erzeugt natürlich am Anfang eine feste, tiefe Stimme. Daher beim Sprechen und Klagen, um es mit dem Dichter zu sagen, dom, 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 der Schmerz Tränen braucht und immer wieder Tränen. Oh,
Das Wetter in Göttingen wird meist. Knock, knock. Huh? Oh. Dann, wenn sich durch das klagende Jammern die Wärme um das Herz bewegt, sich löst, mit großer Schnelligkeit entweicht und die Luft in Bewegung bringt, entsteht aus einer solchen Bewegung Slam, slap, smash, smack, snap, snap, snort, splash, split, spot, sprank, stack, notwendigerweise ein hoher Ton. Thank you.
Gefühl, als ob heute was passieren müsste. Thank you.
listen to your heart when it's calling for you. Listen to your heart.